Herzlich willkommen zu diesem zweiten Video zum Thema Programmierung eines Computerspiels mit C++ und OpenGL. Heute geht es darum, wie wir ein einfaches Fenster erschaffen. Hört sich jetzt nicht schwierig an. Sieht auch nicht besonders spektakulär aus, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Sondern ist einfach nur ein schwarzes Fenster. Ist allerdings vom Programmieren her eins der schwierigsten Sachen, die wir jetzt machen werden. Also hier das schwarze Fenster. Sehr unspektakulär wird es jetzt. Werden jetzt viele von euch sagen, aber es ist wie gesagt sehr schwierig, sowas zu programmieren. Der Code, wenn ihr es mal sehen wollt, der ist insgesamt zu lange. Das heißt, ich werde ihn in mehrere verdauliche Happen von, was ich was, 10 Minuten bis einer Viertelstunde packen, damit das Ganze ganz gut läuft. Damit man es auch leichter hat zu lernen. Heute in dem Packen sozusagen werde ich euch was erzählen von hier bis ungefähr hier. Ist nicht so sonderlich viel, das heißt, es dürfte in 10 Minuten locker hinhauen. Also, diesen ewig langen Text kann man dank einer Funktion von Microsoft Visual Studio C++ 2010 Express sehr gut zusammenfassen. Sieht dann so aus. Und die wichtigste Funktion jetzt für OpenGL ist diese hier, oder für euch die wichtigste Funktion. Also ich habe mir das Ganze mit Learning by Doing von der Website von Nehe, gamedev.net gelernt. Und ich bin auch durchgekommen, indem ich diesen ganzen Anfangskram nicht so gelernt habe. Und das habe ich jetzt erst nachträglich gemacht. Ist aber ganz spannend und macht auch Spaß, wenn du das Ganze verstehen kannst. Irgendwann wirst du es sowieso brauchen. Genau, also init draw gl scene ist dann sozusagen, wenn ihr jetzt nicht das anschauen wollt, diese paar Videos zu dem Thema, wie man ein Fenster programmiert, ist so das Wichtigste. Das heißt, ihr könnt es dann sozusagen den Code nehmen und das Ganze da reinpacken in diese Funktion. Alles, was ihr machen wollt, also das meiste kann man da reinpacken. Manche Sachen muss man dann noch extra packen. Aber das reicht fürs Wichtigste, also fürs, wenn man es nicht richtig lernen will, sondern, oder nicht lernen, sondern wenn man es nicht versteht oder so, dann ist es halt sehr praktisch, denn das kann man alles nachlernen und ihr werdet auch nicht alles, was ich jetzt gleich in diesen Videos erkläre, brauchen. Das heißt, hier die wichtigste Funktion. Wenn ihr den Rest nicht versteht, ist nicht so schlimm. Also, ich fange jetzt aber trotzdem mal an mit den Deklarationen. Also, zuerst den Code habe ich von Jeff Molloffey. Oder ich habe ihn nicht von Jeff Molloffey, sondern ich habe ihn da gelernt, das heißt, er wird wahrscheinlich sehr ähnlich sein zu dem. Das heißt, wenn ihr mal was bei mir nicht versteht und ihr gut Englisch könnt, könnt ihr es auch auf der Website mal nachschauen. Oder eben andersrum. Genau. Das ganze Programm fängt mit includes an. Durch includes kann man verschiedene Dateien einbinden und so das Programmieren erleichtern. Also, wenn ich jetzt ohne jegliche Header, ohne jegliche Includes programmiere, ich glaube, da kommt man nicht sonderlich weit mehr. Und es ist so umständlich. Deswegen bindet man hier zum Beispiel Windows-Funktionen ein, OpenGL-Funktionen natürlich, sehr wichtig für uns, und Glue-Funktionen. Später könnte man zum Beispiel auch Funktionen für die Zeit oder
was weiß ich was für bestimmte Variablen, nicht Funktionen, sondern könnte man Includes oder Header Includes machen für Header von der Zeit oder ähnlichen Sachen. Da kann man sehr viele Sachen einbinden und sich das Programmieren somit erleichtern. Hier werden vier Sachen deklariert. Einmal der OpenGL-Darstellungskontext, die GDI-Gerätekontext, die HWND, das verwaltet unsere Anwendung, und H-Instance, da wird die Instanz der Anwendung kreiert. Hier kommen die ganzen Variablen rein. Es wird auch später für euch wichtig sein, wenn ihr Variablen in euer Programm reinpacken wollt, dann ist es sehr leicht, das da reinzupacken. Und sinnvoll, da man es so besser ordnen kann. Diese erste Variable, die sozusagen schon festgelegt ist von diesem Code, ist ein Array zum Feststellen, ob eine Taste gedrückt ist oder nicht. Dann Active gibt an, ob das Programm im Vordergrund läuft oder minimiert wurde. Und Fullscreen gibt an, ob das Programm im Vollbildmodus läuft oder nicht. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich das Programm starte, kommt ja hier immer dieser schöne Kasten, ob ich das im Fullscreen-Modus laufen lassen will oder nicht. Und das wird genau, da kann man genau diese Variable festlegen. Nein. Meinen will ich nicht. Das heißt, dann kommt es im Fenstermodus. Für diese Deklaration war es das schon. Jetzt kommt GL Void. Das ist zum Initialisieren des OpenGL-Fensters. Und wenn man später mal die Größe ändern will, dann ist es natürlich auch noch ganz wichtig. Deswegen setzt man die Höhe auf 0, damit später, wenn irgendwas gerechnet wird mit dieser Höhe, damit er nicht durch 0 geteilt werden kann. Setzt man die Höhe deswegen auf 1. Also, wenn die Höhe 0 ist, wird die Höhe auf 1 gesetzt. Dann setzt man den Mittelpunkt zurück, auf den die Perspektive zuläuft. Legt den Matrix-Mode fest und passt ihn noch an. Hier wird das Verhältnis der Höhe zur Breite angegeben. Also, der Verzerrungswinkel auch, durch diese Sache kann man leicht dann später, also wenn man beim Fernsehbild zum Beispiel, will man ja nicht alles, wenn man jetzt im Fernseher mit einem anderen Verhältnis hat, will man ja trotzdem nicht, dass zum Beispiel Fußballspieler total fett aussehen. Deswegen, auch in diesem Programm nutzt man dieses Glue Perspective, damit die richtigen Proportionen da sind. Und hier wird nochmal der Model View Matrix festgelegt. Also hier der Model View Matrix, das passiert genauso ähnlich wie der Projektionsmatrix. Genau. Das war jetzt GL Void, Resize, GL Scene und so. Jetzt kommt Init GL Void. Das ist, glaube ich, für heute auch dann, ja, ist die letzte Funktion, die wir heute durchgehen. Hier werden die ganzen Sachen festgelegt, die fürs Programm letztendlich dann auch wichtig sind. Zum Beispiel, dass das Smooth Shading aktiviert wird für schöne Farbübergänge. Hier wird die Hintergrundfarbe festgelegt, ist vielleicht für euch noch ganz lustig, wenn man da ein bisschen rumprobieren kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt da eine 1 hinsetze, der Farbkodex ist ganz normal RGB, also Rot, Grün und Blau. Das heißt, ich habe jetzt da bei der dritten Zahl eine 1 reingeschrieben, das heißt, das ist grün. Der letzte Wert hier drinnen, Der letzte Wert hier ist der Alpha-Wert. Der hat was mit Durchsichtigkeit zu tun. Das werde ich euch später auch nochmal erklären. Aber wenn es euch stark interessiert, könnt ihr mal nachschauen. Dann wird der Depth-Buffer zurückgesetzt. Danach noch aktiviert. Depth-Test aktiviert. Mich verschrieben. Entschuldigung. Der
Typ von dem Death-Test wird festgelegt. Die Perspektive wird festgelegt. Und dann wird rausgegeben, wenn alles funktioniert hat, alles in Ordnung, also Return True. Das war's jetzt für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video, also meine Videos abonniert, also meinen Kanal abonniert. Denn ziemlich bald, wahrscheinlich nächsten Samstag, wird ein weiteres Video erscheinen. Vielleicht auch schon morgen. Ich kann es euch aber jetzt noch nicht garantieren.